Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu ARK. Ja, das haben wir irgendwie die letzte Zeit vergessen, aber irgendwie ist es jetzt auch langsam aus. Ja, ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Jan. Hallo. Der Noxi. Hi. Der Dynamo. Hallihallo. Der Yannick. Hallo. Und der Dino da hinten und der Dino da und der Dino und der Drachen und der Dino und der Dino und der Dino und der Dino. Jetzt ist die Kacke endlich weg auf dem Tisch. So, ja, Nero. Wir haben sie mir gerade mal vom Tisch gekackt und... Und der Nero. Ach, hab ich dich vergessen? Ja. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Ach du Sau. Hallo, Freunde. Der pisst Blut. What the fuck? Gib, okay. Die Lampe macht Damage. Ja, ach Quatsch. Feuer heiß. Okay, okay, ich hab meine Tage! Der Jan, der wollte uns noch was zeigen. Alter, der Jan, der wollte. Ja, mach mal noch ein bisschen weiter mit der Führung hier. Also, neu ist auch noch der Moses da hinten im Wasser. Das ist so ein widerliches Viech. Der Mosasaurus. Ach so. Ich finde das Vieh toll. Nein, das ist einfach zu groß. Hallo. Hast du eigentlich die Sitzbank drauf installiert? Oder sowas? Was installiert? Eine Sitzbank. Boah, wie geil, das Vieh habe ich doch gar nicht gesehen. Er hat keine Plattform, der hat einen normalen Sattel. Ach so. Das Vieh habe ich doch gar nicht gesehen. Ja, sei froh. Ja, Onkel, komm mal drauf. Setz dich mal drauf. Trinkst du übel. Alter, ich... Krass. Ich war gerade im Moser. Ey, hör auf zu wackeln. Oh, geil. Geil, wie der. Cool, wie das sich schlängelt. Das ist ja mega geil. Ja. Den siehst du nie wieder. Der ist jetzt schon weg. Oh, hier brennt. Tot. So, Drachen. Was, das Wasser brennt? Yannick. Lass mal löschen. Scheiße. Ja. Warte. Warte. Boah, mit dem Vieh zielen ist halt doof, ne? Also mit dem Vieh, weil er so schlängelt. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weißt du? Die Steuerung. Ich brauch Code! Ich brauch es! Kacken. Was? Ich muss krass, kacken. Alter, meine Frames sind gerade übelst im Keller. 10 Frames oder so. Nero? Ja, das stabilisiert sich nach ein paar Sekunden. Nein, es gibt doch Plattform. Plattform gibt es, aber er hat nur einen normalen Sattel. Genau. Weil ich es verstanden habe. Nero, kommst du mal zu mir und kackst, ne? Bitte kack mir ins Gesicht. Ist richtig. Das? Ach, das ist der Biber. Stimmt, es gibt ja jetzt das auch den Biber. Was? Was? Wo? Hier, wo ich stehe. Oh, Biber! Ich war schon seit bestimmt 6 Wochen drauf. Wie den geil ist das denn? Kann der was Besonderes? Warte mal, gab's jetzt schon mal ein Zähnchen? Der kann verdammt gut Holz. Also so richtig gut. Und der hat auch eine magische Fähigkeit. In seinem Inventar ist Holz leichter. Das heißt, der kann... Ich glaube derzeit, warte mal, was hat er denn? Also etwa 5.000 bis 6.000 Holz Moment. Kann der Folgendes. Tragen. Folgendes, gab's jetzt schon mal ein Zähnchen? War das jetzt ein Stego? Das war auf einem anderen Server und das war ein Raptor. Fast. Ah ne, Quatsch, das was ich meinte war Dr. Stein. Was ich jetzt das natürlich mal noch machen müsste... Server, was ich jetzt das war ein Stego. Was ich jetzt natürlich mal noch machen müsste ist... What the Alter, was hat denn der Biber für Füße? Habt ihr das mal geguckt? Warte, und zwar muss ich hier mal schneid so einreiten. Schneid ihm mal die Zehennägel. Genau, ich will mal ganz kurz hier mal sowas reiten. Denn den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ja, den wollten wir ja eigentlich zusammen streamen in der Aufnahme, aber wir waren jetzt so lang, hatten wir nicht geschafft aufzunehmen. Da haben sie einfach schon mal drei Stück gezählt. Drei Stück. Wir hatten erstmal, auf der Suche waren wir nach einem. Dann haben die nicht gefunden. Jetzt haben die schon gefunden. Jetzt haben die drei. Ich flieg mal kurz mit dem Vieh bisschen rum. So, das Vieh ist einfach nur übel. Rechtsklick kannst du Feuerspeien. Linksklick kannst du ganz normal beißen. Ey, oh Scheiße, ich hätte jetzt sowas von gelacht, wenn Fritty Fire on wäre. Und wenn mit die ganze Buri jetzt anfängt zu brennen. Und mit der C-Taste kannst du greifen ganz normal. Genau. Geil. Kannst auch gerade mal das Lager von oben zeigen, vielleicht. Genau. Wäre eine Idee. Wo ist der dritte? Also Blechkopf. Ich glaube, ich nehme mal einen Blechkopf und zeige ich es auch mal von oben. Ja, also das ist unser Hafen, liebe Freunde. Also es ist ja schon mal ganz gut, weil es ein ganz schöner Hafen geworden. Und ja, wir können ja dann auch bald bestimmt das Landesinnere und bauen weiter. Geil. Intuitiv. Geil. Oh, ja. Wird ja langsam was draus hier. Langsam aber sicher. Und, ja gut, man muss halt auch sagen, wir haben uns halt ein riesiges Projekt vorgenommen. Das braucht
wirklich Zeit. Vor allem, wenn man die gesamte Insel bebauen will. Ja, die ganze gesamte Insel wird man nicht schaffen, aber ja, man kann sich das sowieso aufbauen. Ein normaler Mensch stirbt aber sich. Dadurch wir aber so. Dadurch wir aber eben ein wenig Unsinn. Ich glaube, ist ein Diffusion. Das ist ein Kumpel von mir, der macht vielleicht, ja. Der vielleicht oder sehr wahrscheinlich mit bei uns. Okay. Ich habe ihn für heute Abend gefragt, aber der ist heute in Köln unterwegs. Ach, der da? Oh, jetzt, ich guck mir gerade so einen schönen Elch an, den wir uns auch geholt haben. Gut, wahrscheinlich. Einfach mal Toxicator oder. Nee, Toxicator ja, ist immer. Den habe ich auch geholt. So genau. Einen haben wir jetzt auch. Alter, warum laufe ich jetzt gerade aus? Warum nicht? So einen haben wir jetzt auch. Doch, ich habe jetzt auch einen. Hui! Alter! Ey, wie schnell ist denn das Drecksviech? Er ist auf Speed getrimmt. Ein bisschen. Ja, ich merk's. Meine Framerate kommt gar nicht mehr hinterher. Oh, das genau, ja alles am besten schön. Alle mal was zum Fliegen schnappen. Wie viel Speed hätte die Wurst denn? Wo ist Onkel, denn? Dein Tor ist noch da, der steht oben. Wie komm ich denn da hoch? Oben auf dem Turm. Durch ein Tor. Inneres. Bitte? Inneres vom Turm. Also sieht schon geil ja, aus. Ja, die Alter. Neuen Lampen hier, was ist denn das für ein Material hier? Das ist eine ganz normale Stehfackel. Das ist nur mit Englergel drin. Was ist denn das für ein Gel? Also die ist Anglergel, von den musst du da reinmachen, dann leuchtet die blau. Diese Angler? Fische mit dieser Lampe vorne dran, die geben. Genau. Ach, die gibt's. Diese Anglerfische? Ja. Engelfisch? Diese komischen. Na ja gut, ich kann mir gut vorstellen, dass du deinen Moser getamed hast oder dementsprechend ja, auch noch ein paar Angler bisschen rum hast. Es ist auch viel so bei Ark passiert, also nicht nur bei uns hier, sondern es kamen auch viele Patches, neue Dinos dazu und bla bla blub. Ich blicke überhaupt gar nicht mehr raus. Hier ist die Tür. Ja, hinter dir. Du sagst, oh, hier ist die Tür. Hinter dir, Onkel. Ja. Hier. So, dein darf Tor ich hier Chat ausleihen? Ja, kannst du machen. Wie viel Ausdauer haben die Drachen denn? Nein, es gibt auch eine Plattform, schreibt da. Das ist nicht viel. Das Lustige ist, die Drachen regenerieren in der Luft Ausdauer. Der Tor steht noch so ums Eck. Genau. Der Tor. Hast du ihn schon vermisst? Ja. Was? Hallo, Tor. Alter. Also wenn sich die Leute fragen, was ist das für eine Hütte hier hinten? Wir wissen es nicht. Hä? Genau, wir wissen es nicht. Was ist das für eine Hütte? Außerhalb vom Lager. Die ich vorhin schon 3-4 Mal gefragt hatte. Ja, mir wurde keine Gelegenheit gegeben zu antworten. Achso. Die Antwort ist sowieso spärlich. Wir wissen es nicht. Ich guck mal kurz. Ja, wer hat denn die gebaut? Der Sergeant vermutlich. Ja, der Sergeant hat die gebaut. Ja, es kommt hin. Es entspricht seiner Bauweise. Ja. Nichts gegen dich, so ist das nicht, aber... Das könnte ein Ding sein. Du hast ja von Anfang an schon gesagt, du willst dich selbstständig machen. Und er hat ja immer gesagt, er ist kein Baumeister, ja? Also. Ja, genau. Bestflieger. Oh, eine Fliege habe ich jetzt hier getamed. Keine Ahnung. Was? Du hast eine Fliege getamed? Willst du das auch geil, lass dich reiten, Alter. Ich meine, so ein scheiß Bucheintrag da. Du kriegst einen Bucheintrag von der Fliege? Getötet. What? Oh, wir waren auf dem Weg irgendwo hin, vermute ich mal. Deswegen sollten wir uns also alle was irgendwie Fliegendes schnappen. Ja. Genau. Also wir sind jetzt alle bei Möller seiner Bude. Jo. Sehe ich das richtig? Wollen wir mal weiter so? Onkel, du stehst da so auf dem Boden rum. Ja, weil ich gerade. Nur nebenbei. Läuft der Stream eigentlich flüssig? Ja, ich gucke ja auch nebenbei. Weil 1080p und 60 Frames, keine Ahnung, ob das flüssig ankommt bei euch. Du kriegst doch gar keine 60 Frames hin. Das ist egal. Es geht nur darum, dass das die Möglichkeit hat. Also das Einzige, was ich an deinem Stream auszusetzen habe, steht, ist, dass bei dir da steht, es zockt Doppelpunkt Rehael. Das habe ich eigentlich rausgelöscht. Der erste Satz müsste lauten, wie könnt ihr uns unterstützen? Nein. Eigentlich. Der kommt danach. Es zockt Rehael. Yep. Was? Für Unwissende. Ich bin die Rehael, wirklich! Ja. Okay, dann würde ich sagen, flieg mal los. Jo. Ja, würde ich auch sagen. Hoch zur Insel? Nee, erstmal zur Berghütte. Ja, aber wie muss ich denn jetzt nachfliegen? Ich flieg ja mit dem Roten. Mit dem Grünen. Ja, gut, dann würde ich sagen, obwohl es ist ja nicht schlimm, dass er jetzt steht, es zockt Rehael. Das ist ja jetzt relativ Wurst. Ihr wisst ja, ich bin euer Noxi. Ja. Ja.
Ja, ich ihr schon, aber hier Maxi zum Beispiel. Ne, Maxi. Hi, Maxi. Ne? Hi. Mein Name ist Ryan. Hi, Gude. Gude. Ihr kennt auch 5 Zuschauer und nur Maxi schreibt, das geht nicht. Nehmt euch alle mal Beispiele an Maxi. Man muss interagieren können. Das geht so nicht. Achso. Ach, ich wollte dir noch im Helm angucken hier und nach. Na gut, wir gehen erstmal zur Berghütte. Er hat die Berghütte auch einen Platz für die Drachen. Für einen zumindest. Für einen, ja. Achso, und ihr könnt jetzt zum Beispiel hinten. Oh, Alter, Haufen Drachen. Aber lass den Onkel mal da vorne landen. Der Rest wird von mir per Shuttle-Service eingeflogen. Der Rest wird gelanden. Werden. Hier vorne dahin. Rein oder soll ich landen? Genau, einfach da drauf landen. Oh, okay, ich stell mich mal neben dich. Alter, das Haus ist so klein, ich treffe nicht mal das Haus. Warte mal. So. Ah. Okay. Der Vogel steht da ein bisschen ungünstig. Au. Warum? Da sieht man ja das die Kiste gar nicht. Genau. Ja, das ist ja auch knick, knack, knick, knack. Nero, du fällst gleich runter. So. Okay. Jo. Danke. Genau. Ja. Achso, und die Dinger, die sind dann einfach mit den Stargate, die sind dann einfach verbunden mit den Nummern. Das heißt, wenn wir jetzt dort noch ein Stargate bei Sergeant hin in der Bau. Hält das aus? Dann kriegt er einen anderen Code. Achso. Genau. Ja, okay. Dann müssen und die Zahlen kann man auch nicht bestimmen. Oder? Wollte ich gerade sagen. Die Zahlen kann man nicht bestimmen, die werden generiert. Und da unten will ich dann auf jeden Fall auch nochmal hin. Okay, gucken wir uns mal deine Punkte an. Eingang Metal, ja, okay, nicht mehr als 14 auf einmal. Was? Ja, das hat sich erledigt. Genau, das ist unsere neue Berghütte. Oh. Gerade heute umgebaut worden. Kommst du rein, dass du wirst erstmal wieder in so einer Science-Fiction-Basis. Bitte und immer da bin einen ich wieder Teil so. Im Schrank lassen. Dankeschön, Jan. Meine Industrie-Schmiede. Janik, meine ich. Ja, ja, bitte, so. Bitte. Ja, sorry. Wow. Ich hab gerade so gut 240 Leben oder so verloren, weil ich runtergestürzt bin. Alter, ich was ist das für was sind nein, ich denn hier? Vom Haus runtergestürzt bin. Für was ich sind ich hab irgendwie bisschen die Plattform verloren. Für was sind ich wollte doch sagen, Alter. Ich hätte einen Meter abgeschnitten. Ja. Für was sind die Dinger hier? Das sind große Schmelzöfen. Damit wird Metall zu Barren geschmolzen. Das sind quasi die. Und zwar die 40 auf einmal oder Refining so. Forges. Die machen das halt stackweise immer 20 auf einmal. Genau. Achso, nur 20? Ja, etwa 20, glaube ich. Also, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Achso, da war der dicke Grill mit den 40, oder? Irgendwas war auch mit 40. Warum sind die Schränke alle leer? Sind sie nicht. Der ganz links ist beladen. Genau, und zwar, Die ganze Berghütte ist auch, da habe ich mir auch was gedacht mit den, da hier ganz links der ist beladen. So, hier habe ich mir auch was ausgedacht mit den, damit man das schnell und ja, effizient verarbeiten kann. Und zwar kann man hier oben auf dem Berg ganz toll Metall farmen, irgendwie halt mit dem Ankylo und Quetzel oder Drache, hier gibt es ja ganz viel Metall. Mhm. Und das ganze Metall wirft man dann hier in die Sortierkiste rein. Also kann man dann hier landen und bequem alles hier reinwerfen. Warum hast du da keinen Aufgang gebastelt? Oder hast du das noch vor? Bis jetzt nicht. Und dann? Genau, dann wird das automatisch hier hinten in den Schrank reingepumpt, das Metall. Ja. Das heißt, du kannst diese Schränke mit den... Mit den Schränken oder sucht es sich selber? Wenn ich jetzt Scan drücke zum Beispiel, dann. Ach nö, ist mit allen verbunden, okay. So, jetzt bin ich wieder da. Hier hinten liegt halt ein Metall drin, deswegen. Ja, und wie ist das denn eigentlich? Musst du die irgendwie. Also diese Sortierkisten, musst du die mit den anderen Behältern verknüpfen irgendwie? Nein, die hat eine bestimmte Reichweite und Die scannt alles, was in Reichweite ist. Was denn? 5 oder 6 Ceilings oder was? Nee, etwa 40. Was? Ja, das heißt, eins mitten ins Dorf reingestellt und fertig ist? Ah, so in etwa. Auf jeden Fall wird dann hier das ganze Metall reingepumpt in den Schrank. Will ich ja nicht. Und so hat man dann keinen Fußweg mehr zu den Öfen und kann die ganz bequem aus der Kiste direkt beladen, weil Metall ist schwer. Da können viele nicht, keine Ahnung, einen Brocken von 200 tragen und man ist voll. Und genau, dann lässt man die Bordeln hier. Mal gerade mal anwerfen, so. Wow. Sieht das aus? Übel.
Und genau, wenn dann die Ingots durch sind, dann schmeißt man die hier in diese Kiste, in die Sortierkiste. Auch alles ganz bequem, weil Metallbarren oder Metal-Ingots sind auch ganz schwer. Servus Müller. Hallo. Hi, gute Müller. Hi, moin. Hallo. Moin Müller. Moin, moin. Genau, und dann kann man hier das alles bequem in die Sortierkiste werfen und das wird dann alles hier draußen in diese Schränke gepumpt. Jetzt mal ganz ehrlich, ganz wie viel Zeit hast du darin investiert, das Zeug hier zu basteln? Allein die scheiß Industrieöfen brauchen doch so unmenschlich viele. Die sind von heute. Genau. Also heute. Hast du das alles gefarmt oder hast du die jetzt hier auch. Das hab ich alles gefarmt. Ich hab mit dem Dynamo haben wir heute Mittag. Also siehst du auch mit Farm bekommt man Alter, viel hin. Zigtausend Steine haben wir heute Mittag gefarmt. Dann ist der Dynamo irgendwann weg, dann bin ich nochmal los und hab Chitin und Keratin gefarmt wie Hölle für Cementing Paste. Und ja. Das ist echt okay, übel. Okay, da das ist richtig ganz übel. Krasses Ding hier, das ist Wahnsinn. Okay, ich werde mal ganz kurz runter zu dem Dings fliegen. Ich will mal hier doch alles zusammen, Onkel. Okay. Ja, warte, ich brauch jetzt mal meinen Drachen. Ich mach die Öfen noch aus. Naja. So. Okay. Komm! Also ich würde mal sagen, wir haben heute Nachmittag so 30.000 Steine ungefähr gehabt, dann so halbe Stunde oder so. Wenn ich den im Flug treffe, müsste ich keinen Fallschaden kriegen. Ja. Warte mal, ich berühre dich nicht. Nein, zu weit, nein! Aua. Noxi, oder kann mich irgendjemand abholen und mich... Ah, da war bestimmt eine Leiter. Dankeschön. Bitte. Wir wollen mal zu dem großen, sich drehenden Flügelding. Ja. Flügelding? Ja, es ist die Steine meiner. Ja, die Steine bewegen sich. Ja. Die Fliegedinger. Guck mal genau hin, die drehen sich. Wenn man jetzt die Steine berührt, und die sich dann auch so ein bisschen bewegen? Also nein. Nee. So wie ich A kenne, kannst du wahrscheinlich durchfliegen. Ja. Aber sieht schön aus, oder? So wie ich A kenne, bringen sie dich um, wenn sie sich bewegen. Und Spuckbienen. Sieht echt schön aus. Aber man kann drauf landen. Und was soll das jetzt hier sein? Keine Ahnung. Das sind Ruinen. Aber man muss auch sagen, die Türme sehen richtig geil aus. Also allein schon wegen den Pflanzen, die da drauf sind. Kann man da rein? Nee. Du kannst mal hier rein. Ey, ohne Boah, mega geil. Ey, und jeder braucht einen Drachen. Mach dir auch Zuschauerwünsche. Möller, du bist kein Zuschauer, du bist Mitglied. Nee, aber klappt. Wenn du einen Vorschlag hast, klar, schieß los. Möller, erklär mal, wozu die Hütte ist, die du Neighbors Lager gestellt hast. Deko. Wir wissen's nicht. Aber nur ganz kurz. Ey, wenn es jeder Drachen schnappt oder auch zwei und die hier alle positioniert werden und wir gleichzeitig einen Feuersturm entfachen, dann geht's ja richtig ab. Ja, tu mal mit zwei Drachen gleichzeitig Feuer spucken. Das will ich sehen. Irgendwann wird aus Space Engine. Das hin. Nee, irgendwann wird aus. Irgendwann kann ich den Leiter hochgehen. Nee, irgendwann. Guck mal hier, hinter wird auch nett. Und geil, guck mal. Irgendwann. Guck mal hier. Irgendwann wird aus Space Engineers und A. Ein Spiel. Vergiss es. Guck mal hier, hier fließt ein Fluss vom Berg. Das ist ja mal geil. Was? Ja. Wo? Der ist schon immer da. Also noch nie gesehen. Wo denn? Da fließt hier ins Wasser rein, hier unten ist der Haufen. Wie heißen die? Brontos. Ich sehe ja gerade nicht mal Brontos. Wo bist du denn? Ach, das ist doch der Fluss, wo wir drin verpackt waren, ne? Wo wir mal die eine Tour gemacht haben. Ach, den meinst du? Der da. Das ist doch kein Fluss. Das ist immer noch dieser untexturierte irgendwas, was mittendrin endet. Ne, das ist der. Ne, der endet hier hinten im Wasser. Ja, der ist trotzdem untexturiert. Möller. Dieser Livestream ist ab 12, deswegen sage ich jetzt nichts. Und ich wollte mich verbessern. Ja, genau. Achso, den Spino meinst du? Nee, Möller hat einen Wunsch. Ich hab schon gelesen. Ja. Ja, ich. Ich. Auch. Sag mal. Hat kein Server-Arschloch getamed. Nein, den Server, Daddy, das Server-Arschloch ist nicht existenziell beglaubigt. Und nein, es ist nicht mein Lieblingsviech. Wenn ich mir das nicht so durchlese, ist es abgelehnt, ja.
Nee, der Vorteil ist, meine Augen setzen da schon auseinander. Also ich sehe dann zähmt ein und danach geht es bei mir einfach nur in weiß weiter. Ach so, du. Ich dachte, das ist ein Ei. Das ist Digimon. Digimon. Onkel, das ist. Ach komm, lass mal ein bisschen was abfüllen. So, und du wolltest jetzt irgendwas mit dem Dungeon noch. Wir wollten jetzt mal einen Dungeon besuchen. Was komm, ja, lass uns nach oben. Das Dungeon ist ganz weit weg, aber wir können erstmal die neue. Ja, aber wir haben schon 20 Minuten. Arena. Wie sieht eigentlich Brenda Brondo aus? Okay, dann lass uns mal ganz kurz rüber. Heiß. Ich flieg mal schnell rüber und dann drüben kann man. Obwohl, ich stopp hier auf so einen Turm, stopp ich. Was? Achso. Komm mal hoch. Okay. Lass uns mal oben stoppen dann, also vor dem Eingang. Ja, komm, ab hoch, komm. Nee, ich würde sagen unten stoppen, weil dann unten können wir stoppen. Da oben hinfliegen. Oh, alles klar, dann stoppen wir unten. Drache, runter mit dir. Ja, ich versuche. Könnt ihr euch mal entscheiden? Der ist gerade komplett retarded. Runter, Blech, runter. Das ist so ein wunderschöner Drachen, den der Jan hat. 7 Danke. Zuschauer. Ist meine geil. Lady in Red. Aber wie gesagt, 7 Zuschauer unter 2 schreiben. Bisschen Interaktion, Leute. Jan, er möchte sich nicht denken lassen. Wie Möller auch schon sagte, wir gehen auch auf Mönche ein. Wir gehen auch auf Mönche ein. Ne, wir gehen auch auf Wünsche ein. Falls ihr irgendeinen Vorschlag habt, sagt's ruhig. Okay, meine lieben Freunde, dann war's das schon wieder mit dem nächsten Arc-Part. Der nächste Part wird auch wieder irgendeine Beschauung. Wir werden sehen, was wir da uns anschauen soll. Und ach, ich habe schon wieder hier Sachen zum. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Hey.